Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich bin gerade am Flughafen mit Diana. Ich bin gerade am TikTok-Video schreiben. Diana und ich fliegen auf jeden Fall heute nach Italien. Frederike besuchen, weil die macht da gerade Urlaub mit ihren Eltern. War eventuell ganz spontan. Ist okay, ich habe mit ihr jeden Tag gefacetimed und ich glaube so, es ist verständlich, dass wir dahin fliegen, weil... Das ist langweilig, oder? Also erstens, ich war noch kein einziges Mal im Urlaub dieses Jahr in Deutschland. Diese ganzen Gewitter, ne? Ich war schon viermal dieses Jahr im Urlaub. Letztens, ich bin ins Gym gefahren, es hat richtig stark angefangen zu stürmen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos gesehen habt aus Frankfurt, wo wirklich alles unter Wasser stand. Und ich stand auf der Straße und habe die Straße einfach nicht mehr gesehen wegen dem ganzen... Was hat das jetzt mit... Dass das Wetter in Italien deutlich besser ist als in Deutschland. Ach so, ja. Aber das Wetter ist heute tatsächlich wieder besser. Ja, okay, jetzt sieht man ein bisschen. Das Wetter ist besser geworden. Yay. Fun Fact, wir sind hier auch einfach 3 Stunden zu früh da. Das Ding ist, ich dachte halt dieses Check-in, Gepäck abgeben und Kontrolle, alles, das dauert richtig lange. Aber Leute, wir haben insgesamt nur 15 Minuten dafür gebraucht. Was machen wir hier? Ups. Deswegen, wir sind beide gerade einfach mal im TikTok schneiden und warten jetzt. Und wir gehen gleich Diana und Red Bull suchen. Diana und ich machen uns jetzt auf die Suche nach einem Red Bull, weil wir so müde sind. Also beziehungsweise Diana. Ich brauche Koffein nicht. Ich habe davor richtig viel Kaffee getrunken. Nein, ich hatte keine Zeit dafür, Mann. Mein Zimmer ist ein einziges Chaos. Mein Vater hat mir eine Mail geschrieben, weil er hat kein WhatsApp. Er hat mir eine Mail geschrieben mit so 3 Punkten. Und der erste Punkt war, bitte hinterlass dein Zimmer nicht so, dass nichts mehr mit dem Urlaub geht. Imagine, euer Vater schreibt euch eine E-Mail. Leute, wisst ihr, woher man weiß, dass... Sorry. Wisst ihr, woran man merkt, dass die Menschheit einfach komplett faul ist? An diesen komischen Rolltreppen, das aber keine Treppe ist, sondern einfach nur, damit man nicht so viel laufen muss. Und das Schlimmste ist, wir benutzen das auch noch. Warum ist der eigentlich in Wald? Ich weiß auch nicht, der Flughafen ist wirklich leer. Oh, ach so, ich dachte, hier kann man Red Bull kaufen, aber da ist nur Alkohol. Wir haben nicht mal Red Bull. Ich glaube, wir haben Red Bull und wir haben kein Weißes. Wollen wir dann lieber Weiß holen oder möchtest du das haben? Kein Weißes. Ja, aber möchtest du Weiß haben oder? Ja, wo willst du ein Weißes finden? Keine Ahnung, aber ey, hier ist günstiger als woanders. Hol lieber hier. Ja, okay. Eigentlich würde ich ja ein Weißes nehmen. Schaut mal, Leute. Man kann da rein. Ja, man kann das doch zumachen. Man kann hier einfach so Kabinen buchen, wo man dann drin schlafen kann. Die heißen einfach Napcaps. Ah, und hier ist auch ein Plan gezeigt. Wie lustig. Man kann es natürlich auch so zumachen, wenn man Privatsphäre haben möchte. Also man kann da nicht reinschauen. Diana, I'm struggling. Egal, es gibt für alles eine Lösung. Tschüss. Komm jetzt, Diana, ich wollte in die Richtung. Okay, Diana und ich sind jetzt eigentlich im Flugzeug. Und neben uns sollte eigentlich jemand hocken, aber ich weiß nicht, wo die Person ist. Wir haben übrigens komplett einfach Verspätung. Und es fliegt trotzdem nicht. Also mein Akku war mit 30% und da geht gefühlt sekündlich die ganze Zeit runter. Ich kann das nicht. Der Flug hat noch nicht mal angefangen. Hast du irgendwie eine komische Folie drauf? Weil das flackert so in der Kamera. Ja, ist auch egal. Wir sind aber auch in einem super alten Flugzeug. Leute, wir sind endlich in Italien angekommen. Das hier ist das Hotelzimmer. Also ich zeige es euch ganz kurz. Da ist eine Diana. Sehr schön. Ja, genau. Also es ist sehr klein. Wenn man hier lang geht, dann ist hier so ein Mini-Flug, der richtig unnötig ist. Und dann ist hier halt nochmal ein Bad. Alles ist interessant. Aber Leute, der Ausblick, der ist so schön. Ich zeige ihn euch mal. Schaut euch das mal bitte an von unserem Hotelzimmer. Ich finde das so krank. Genau, also hier seht ihr auch nochmal kurz mein Outfit. Das Licht ist gerade ein bisschen schlecht. Den Rock habe ich auch von Daniel gekriegt. Ist so süß an Diana, finde ich. Hä, kann man hier nicht dunkel machen? Ah, man kann die Jalousien runter machen, aber das machen wir jetzt nicht extra, meine ich ja. Vielleicht können wir draußen nochmal unser Outfit zeigen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen, weil wir haben Hunger. Den ganzen Tag nichts gegessen. Ja, aber Frederike, sag mal bitte. Ah, jetzt hat sie Videonachricht. Was ist denn Videonachricht? Nein, es gab ein neues Update auf WhatsApp. Wir können Videonachrichten machen. Das ist voll komisch. Nein, das ist voll süß. Wir gehen jetzt essen. Let's go. Guten Morgen, Leute. Ich weiß aber echt nicht, wo ich gestern aufgehört habe zu filmen. Nein, das ist zu hell. Also, es ist gerade 10.30 Uhr. Wir haben Frühstück verpasst. Aber die Frau meinte irgendwie, wir können trotzdem irgendwo anders dann Essen abholen. Diana, von 1 bis 10, wie gut hast du geschlafen? 0, weil ich 4 Uhr morgens aufgewacht bin, um mich abzuschminken. Diana ist gestern vor uns allen eingepennt. Frederike und ich haben noch draußen gechillt, so geredet, Deep Talk, was auch immer. Diana pennt ja aber nicht so normal, sondern über 2 Betten. Alle Betten noch geschminkt und angezogen. Und die wollte dann erstmal auch nicht aufstehen. Ich so, Diana, rück mal bitte rüber, weil ich wollte dann im Bett noch schlafen gehen. Und ich hab da so einen scheiß Mückenstich. Du hast mich voll süß zugedeckt, das weiß ich. Ich weiß, weil ich einfach eine süße Person bin, Spaß. Also ich bin ganz ehrlich,
Unser Zimmer sah auch schon mal ein bisschen ordentlicher aus. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und Leute, ich liebe diesen Ausblick. Er ist so schön. Okay, Leute, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe darunter halt ein Bikini an. Da auch. Mal schön zu meinem Gesicht. Oh, mir fällt gerade auf, wie tief das Waschbecken ist. Keine Ahnung, ob man mich gerade überhaupt sieht. Aber ich setze jetzt meine Kontaktlinsen an. Die erste Seite ist drin, jetzt noch die zweite. Ich finde sie nervig, wie das immer nach oben rutscht. Ich werde jetzt auf TikTok ein Get Ready With Me posten. Also ich habe mich jetzt doch nochmal umgezogen. Ich habe mein Bikini an und darunter halt auch meine Hose. Ich trage aber den Rock darüber. Das sieht halt so ein bisschen aus wie ein Oberteil. Das ist praktisch. Jana macht sich gerade fertig. Frederike chillt gerade auf dem Balkon. Und wir gehen dann zum Meer und es sieht hier so schön aus. Ich zeig's euch gleich. Oh mein Gott, es sieht so schön aus. Okay, wir sind jetzt am Strand. Jana, yes. Es ist so schön hier, Leute. Der Hut darf nicht fehlen. Wir haben hier auch so Liegen, also die gehören eigentlich Frederikes Eltern, aber die sind gerade nicht da. Wir müssen in den Sand. Oh mein Gott, der ist so schön weich. Schaut mal bitte, wie perfekt hier alles aussieht. Das ist doch nicht mehr in Ordnung. Also, wir waren gerade am Strand. Ich habe nicht besonders viel mitgefilmt, sorry. Und jetzt chillen wir tatsächlich am Pool hier. Leute, wir waren davor die ganze Zeit im Meer. Wirklich, im Meer, man konnte die ganze Zeit stehen, obwohl wir so weit reingelaufen sind. Warte, ich schau mal, ob ich den Boden erreiche. Ja, aber das Wasser ist warm. Alter, warum ist das hier so tief? Hast du nicht berührt? Ich habe gerade geduscht und ich mache jetzt meine Skincare mit euch zusammen. Okay, ich versuche euch kurz mein Outfit zu zeigen. Ich weiß nicht genau, ob man das sieht. Das ist so ein Set, da kannst du hier dran ziehen. Hier so. Und da oben, yes. Als erstes benutze ich meinen Liquid Hydrator. Das ist halt einfach ein Toner. Den quatsche ich mir mal aufs Gesicht. Oh, und der fühlt sich so schön kühl an. Ich liebe den. Dann benutze ich so ein Serum von The Ordinary. Fokussiert das auch mal? Funktioniert gerade nicht, sorry. Da mache ich einfach immer 3 Tropfen auf jede Seite ein und oben ein. Das verteile ich dann auch auf dem Gesicht. Dem Gesicht, sorry. Oh mein Gott, hier ist so schönes Wetter. Ich lieb's. Und dann benutze ich eine Creme, da ist einfach von CeraVe eine drin. Ich drücke da drauf und dann kommt die raus. Und das verteile ich dann auch auf mein Gesicht gleichmäßig. Ich werde mich jetzt auch gleich schminken. Obwohl, vielleicht war ich damit noch. Oh, meine Haare fühlen sich so gut angewaschen. Ich werde die auf jeden Fall nicht föhnen, sondern an der Luft trocknen lassen, weil hier ist es eh so warm. Okay, Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wir gehen jetzt gleich feiern. Frederike, willst du auch dein Outfit zeigen? Diana ist gerade eben eigentlich auch eingepennt, aber wir haben sie auch geweckt. Oh, in der Kamera sieht die Farbe ähnlich aus. Die ist nicht ähnlich. Oh. Und hinten dreht gerade Diana TikToks. Beim Feiern gehen werde ich euch auf jeden Fall nicht mitnehmen, weil es ist super komisch, wenn ich so eine Kamera mitnehme. Aber ich melde mich dann morgen wieder bei euch. Hoffe ich. Diana, Frederike und ich, wir hatten wirklich eine unfassbar schöne Zeit in Italien. Wirklich, ich wünschte, ich könnte da wieder zurückgehen. Auf jeden Fall habe ich nur leider nicht so viel für YouTube mitgefilmt. Falls euch aber interessiert, was ich da die ganze Zeit gemacht habe, dann könnt ihr auch gerne meine TikToks abchecken. Genau, auf jeden Fall, irgendwann mussten Diana und ich auch schon zurückfliegen. Es war ein bisschen schwierig, sich von Frederike zu verabschieden, weil Diana und Frederike einfach so traurig waren. Und ich habe versucht, denen die ganze Zeit nur zu erklären, Entschuldigung, ihr seht euch in 2 Tagen wieder, weil Frederike fliegt halt mit ihren Eltern danach später nach. Unser Flug hatte zum Glück keine Verspätung wie letztes Mal, sonst hätte ich auch wirklich den Kollaps bekommen. Und dann sind wir in den Flieger eingestiegen. Diana und ich waren eigentlich so tot, ne? Ich weiß nicht, wie ich die Energie hatte, hier noch irgendwas mitzufilmen. Ich hatte mal echt so ein bisschen Angst, dass in Deutschland richtig schlechtes Wetter ist, aber das war zum Glück nicht der Fall, weil in Italien, wir hatten so gutes Wetter. Ich weiß nicht, was mit Deutschland los ist, aber im Sommer, wir hatten ja einfach Tage, da hat es die ganze Zeit nur geregnet. So, Entschuldigung? Was Diana und ich richtig gewundert hatten, war einfach, wie leer dieses Flugzeug ist. Ne? Wir dachten nämlich, es wird komplett voll sein, weil wir auch so viel zahlen mussten. Wir mussten 900 Euro für hin und zurück zusammenzahlen. Ne? Das ist so viel, finde ich. Selbst der Platz neben Diana war einfach frei und das war ein Fenstersitz. Und schließlich sind wir dann auch in Deutschland angekommen und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ihr könnt auch gerne was kommentieren.